Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker und heute gibt es ein Review der Sony Alpha 580, die ich mir vor Kürze zugelegt habe. Hier haben wir das gute Stück. Diese Kamera ist der Nachfolger von meiner Sony Alpha 100 und hat jetzt ca. 2000 Auslösungen drauf. Also ich glaube, ich kann mir schon ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Verwendet wird sie bei mir hauptsächlich zur Makrofotografie, aber natürlich auch für familiäre Aufnahmen, Urlaube und ja, alles, was mir halt so gefällt, wird hier abgelichtet. Ich hatte natürlich vorher schon die komplette Ausrüstung, sprich von der Sony Alpha 100, habe verschiedene Objektive. Hier seht ihr das Sigma 30mm mit Lichtstärke 1:1,4. Ja, fast schon ein Nachtsichtgerät. Da habe ich noch das Tamron 18-200 und das Tamron Makro 1:1 Makro mit 90mm Brennweite. Natürlich, wenn man die Ausrüstung hat, kauft man sich normalerweise wieder eine Kamera, die auch kompatibel ist und eben dann die Sony Alpha 580. Zur Alternative wäre auch die Sony Alpha 55 gestanden, nur gab es da ein paar Kriterien, die mich dazu entschlossen, die mich entschließen ließen, diese Kamera zu nehmen. Und zwar hat die Sony Alpha 55 einen halbdurchlässigen Spiegel, ich meine, das ist technisch schon in Ordnung natürlich, also heißt, der Spiegel muss nicht mehr klappen, so wie es hier bei dieser ist. Aber auch, wenn man hier hineinschauen würde, also durch den optischen Sucher, befindet sich auch ein kleiner Bildschirm drinnen. Ja, wie die Qualität von diesem Bildschirm ist, kann ich nicht sagen, habe ich noch nie gehabt und war deshalb auch ein bisschen skeptisch. Ich nehme an, es wird schon passen, weil sonst würden sie es nicht bauen. Aber trotzdem, ja, wenn man Altbekanntes kennt und mit dem umgehen kann, dann will man das wahrscheinlich wieder eher haben. Auch wenn geschrieben wurde, dass sie etwas günstiger ist wie die 85, aber genauso viel kann, hat es ein absolutes K.O.-Kriterium gegeben und das war die Akkulaufzeit. Bei der Sony Alpha 55 wurde angegeben, irgendwas von 300 Fotos. Und bitte nicht böse sein, 300 Fotos, wenn ich zurückdenke an die AirPower, da habe ich, glaube ich, in 6 Stunden 1500 Fotos geschossen. Ja, ich kann ja nicht mit einem Akkugurt herumlaufen und ausschauen wie der Hero. Also ja, hier die Akkus, die halten locker an die 800 Aufnahmen. Ich habe hier sogar noch den Batteriegriff drauf, sprich ich habe 2 Akkus drinnen. Ja, da knipst man dann schon fast eine Ewigkeit. Schauen wir uns die Kamera mal an. Was ist das Besondere dran? Ja, es ist auch für mich was Neues und zwar unterstützt diese Kamera Live View, kennt man von vielen anderen. Das Weiße übrigens, was hier drauf ist, ist eine Schutzplatte, die habe ich mir zusätzlich gleich mitbestellt. Da geht es einfach darum, dass das Display nicht zerkratzt wird. Die Neigungsmöglichkeiten seht ihr hier. Also man kann auch kopfüber arbeiten. Man kann es in alle möglichen Richtungen kippen. Live View heißt ja nichts anderes. Ich sehe hier am Display das, was dann rauskommt. Hier oben ist der Umschalter dafür, der Schalter Live View, und dann hat man das Bild da drauf. Was bei dieser Kamera jetzt neu ist, also für meine Begriffe neu, was ich sonst noch nie gesehen habe, ist der Live View Check. Das heißt, ich kann während der Aufnahme, auch wenn ich jetzt normal fotografiere, sprich ohne Live View, kann ich einen Fokuscheck anfordern. Ich schalte jetzt mal die Kamera ein, probiere das einfach mal aus. Ob das jetzt so hier funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe hier ein paar Blumen stehen. Wie sieht ihr das mal an? So, das registriert, dass es scharf gestellt ist. Ihr habt es gehört. Ich drücke jetzt auf meinen Live View. Und ich wende das jetzt mal ein bisschen rüber hier. Machen wir es so. Okay. Und ihr könnt jetzt hier vielleicht sehen, ihr seht, das Bild ist live. Und hier kann man jetzt eben die Schärfe checken. Und ich kann das Ganze jetzt auch, wenn ich will, noch vergrößern. Dann hier mit den Cursor-Tasten den Bereich auswählen, der geprüft werden soll. Ja, ob man das jetzt normal braucht und nicht, sei mal dahingestellt. Für die Makrofotografie ist das eine grenzgeniale Sache. Denn ich stelle einfach auf einem Objekt scharf. Zoome nochmal hin und sehe dann wirklich, ob die Schärfe sitzt. Denn bei der Makrofotografie, da reicht ein halber Millimeter, einmal einatmen, ausatmen und das Objekt ist jenseits jeder Schärfeskala zu finden. Und mit diesem Live-View-Check ist es sehr gut möglich, hier auch nochmal genauer anzuvisieren und die Schärfe zu setzen.
Machen wir überhaupt gleich mal ein bisschen weiter bei den ganzen Funktionsmöglichkeiten. Primär habe ich hier das Einstellrad, wo ich die Hauptfunktionen setze. Also ob ich jetzt im Automatikmodus knipse oder im Blendenprioritätenmodus, im Verschlusszeitenprioritätenmodus. Das natürlich kann ich alles hier einfach verdrehen und einstellen. Die Kamera hat auch zusätzlich einen Panoramamodus, und zwar sogar einen 3D-Panoramamodus. Und diese Panoramageschichte ist wirklich toll, denn wenn ich die einstelle, sagt mir die Kamera, ich soll im Prinzip auf den Auslöser draufdrücken und die Kamera dann in die gewünschte Richtung bewegen. Das hört sich dann recht lässig an, denn die Kamera schießt bis zu 7 Bilder in der Sekunde. Und ich zeige euch das ganz kurz. Jetzt habe ich sie zu schnell bewegt. Und schon habe ich ein Panorama. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht in Natura probiert, wie gut das Panorama dann wirklich wird im Vergleich zu einem Zusammenrendering bei Photoshop oder so. Aber allein die Möglichkeit, auf die Schnelle gleich ein Panorama zu schießen, finde ich schon mal ganz nett. Also hier die Hauptfunktionen zu den Tasten hier oben. So, mal überlegen, wie ich das drehen müsste, dass ihr das im Film richtig seht. Rechts oben die ISO-Einstellmöglichkeiten. Hier kann ich die ISO setzen zwischen, Moment, das geht im Panoramamodus natürlich nicht. Hier kann ich die ISO setzen zwischen Auto und rauf bis zu 12.800. Gut, ich meine, dass 12.800 ISO nicht mehr ideal ist, kann sich jeder ausrechnen. Allerdings muss ich schon sagen, im Gegensatz zur Sony Alpha 100, dort war bei 400 ISO schon Schluss. 400 ISO hat schon ein ordentliches Rauschen gebracht. Hier geht es laut diversen Webseiten bis 1250, dass man mehr oder weniger, ohne es zu merken, die ISO raufschrauben kann. Die Kamera hat auch noch einen Modus, das geht allerdings nicht im RAW, so wo ich mich befinde, sondern ich muss auf Chipback umschalten. Die Kamera hat auch einen Modus, in dem man das ISO, das nennt sich hier Multiframe Rauschminderung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Objekt fotografiere, wo er mit dem ISO rauffahren muss, dann macht er einfach gleich mal 6 Fotos. Das zeige ich euch kurz. Ihr habt gemerkt, ich habe nur einmal auslösen müssen. Und die Kamera berechnet aus diesen 6 Fotos ein Bild. Und dieses Bild hat dann weniger Rauschen. Habe ich auch noch nicht hundertprozentig probiert, weil ich es an und für sich noch nicht gebraucht habe. Denn da, wo ich fotografiere ich entsprechend so, dass es passt. Die nächste Taste hier ist einzustellen, ja, das geht wieder bei diesem ISO-Modus nicht, hier ist einzustellen, so, ich habe wieder HDR eingestellt, das geht nicht, so jetzt. Hier kann man die Auslösefolge und Priorität aktivieren, also vom Einzelbild bis zum Serienbild. Allerdings gibt es hier zwei Unterschiede. Dieses Serienbild, was jetzt eingestellt ist, ist eines, wo er zwischen jeder Auslösung misst, also wo jedes Mal der Fokus neu gesetzt wird. Und das zeige ich euch kurz, wie sich das dann anhört. Das läuft dann so. Da wird nach jedem Schuss wieder frisch gemessen. Das heißt, es ist ideal, wenn man Personen fotografiert, die joggen oder laufen oder Tiere, die sich bewegen, dann hat man immer die Schärfe gesetzt. Will man natürlich jetzt primär schauen, dass man viele Bilder von einer Situation bekommt, vorher schon scharf gestellt hat, dann geht man hier auf den Bildzeitprioritätenmodus und das ist der, wo ich vorher gezeigt habe. Ich klicke drauf und die Kamera gibt Dauerfeuer. Im Dauerfeuer ist es übrigens so, also wenn ich im RAW-Modus fotografiere, kann man ca. 15, 16, 17 Bilder schießen, dann ist der Zwischenspeicher voll, dann muss die Kamera wieder auf den Chip schreiben. Im Chipback-Modus sind es weitaus mehr. Die genauen technischen Daten weiß ich jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall ist es so, dass ich noch nie ein Problem hatte, dass ich angestanden bin, dass ich nicht mehr ginge. Die nächste Taste ist die Dynamic Range. Dynamic Range verbessert die Bildqualität. Die kann ich ausschalten, einschalten oder auf HDR switchen. Die Kamera kann auch automatisch HDR-Fotos machen, sprich, er schießt 3 Bilder
einmal unterbelichtet, einmal überbelichtet, einmal korrekt belichtet und rechnet die dann gleich im internen Prozessor zusammen. Habe ich leider auch noch nicht probieren können. In der Makrofotografie ist es eher nicht vorteilhaft, hier mit drei Bildern zu arbeiten. Ja, die Kamera kann auch Videos aufnehmen. Videos im HD-Format. Allerdings der kleine Nachteil von dieser Kamera zur Alpha 55, er hat da keinen Autofokus. Ja, war für mich absolut null Kriterium, denn zum Filmen verwende ich die Videokamera, die mich jetzt gerade aufnimmt. Das ist für mich ein Fotoapparat und das bleibt es auch. Filmen, ja, habe ich nur ganz kurz probiert, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert und das war es dann auch schon wieder. Also auch kein Kriterium für mich. Andere Tasten, ja, sind Menüsteuertasten, wo ich eben die Belichtung speichern kann, man zoomen kann, Verstellungen setzt, ja, also das Übliche normal. Was ich jedoch zeigen will, ist die Menüführung, die normale Menüführung. Also das Display beim normalen Modus ist immer so, man sieht hier die Belichtungszeiten, die Blendenwerte und die Funktionen, die gestellt sind. Wir klicken jetzt mal ins Menü hinein und da ist es für Sony-User eine bekannte Sache. Wir haben die Menüs da, wo man sich durchklicken kann. Das Tolle ist, es wird immer weiter geblättert, sobald man einen Menüpunkt, ein Menüende erreicht hat. Also von dem her läuft das immer weiter durch. Einstellen kann man ja fast alles. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was mir hier fehlen würde. Der Blitz, weil ich ihn gerade so angestarrt habe, der Blitz im Gegensatz zur Sony Alpha 100 springt auf Tastendruck raus. Also kann man sofort auslösen. Und ja, Anschlussmöglichkeiten. Ich habe hier seitlich eine Öffnung für die Fernbedienung und für ein Mikrofon, falls ich das verwenden will. HDMI-Ausgang und USB-Ausgang ist hier versteckt. Auf der anderen Seite habe ich hier mal die Stromversorgung. Hier kann ich die externe Stromversorgung anschließen. Und hier unten dabei, ja, das Wichtigste, der Speicherkartenslot. Ich arbeite mit SD-Speicherkarten, aber es gehen auch die Memory Stick, ich glaube nur die Duo, aber das müsste man sonst nochmal genau checken. Und ich habe hier die SD-Karte drin, ein Druck drauf und die Karte geht raus. Ich arbeite mit 16 GB, das sind im RAW-Modus ca. 950 Bilder, im JPEG-Modus ja, jenseits der 1500. Ein RAW-Foto hat ca. 15 MB, also die Kamera arbeitet mit 16 Megapixel. Also ja, Datenmengen kommen schon zusammen, allerdings in der heutigen Zeit, wo eine Terabyte-Platte, glaube ich, also 50, 60 Euro kostet, seid mir nicht böse, spielt doch überhaupt keine Rolle mehr. Das Einzige, was ist, beim Bearbeiten, der Rechner muss einfach diese 15 MB dann jedes Mal reinladen. Das muss er natürlich schaffen, aber sonst sehe ich da kein großes Problem. Ja, gibt es Kritikpunkte zur Sony Alpha 85? Ich muss sagen, nö. Also ich wüsste jetzt keinen, doch einen kleinen habe ich schon. Und zwar, wenn ich die Kamera hier beim Griff nehme. Jetzt hört ihr mal. Also das Knarzen hier oben. Natürlich ist es eine Stelle, die recht schmal ist. Ja, Kritikpunkt. Ja, es fällt einfach raus. Und denkt, naja, das müsste nicht sein. Ist es aber kein wirkliches Problem, dass ich sage, die Kamera ist Mist oder ich gebe sie zurück. Sie macht super Bilder, obwohl natürlich die goldene Regel beim Fotografieren, das Bild macht der auf den Auslöser drückt und nicht die Kamera. Sie macht gute Bilder, ist von der Handhabung, wenn man die Sony-Serie gewöhnt ist, natürlich entsprechend einfach zu bedienen. Es passt natürlich das ganze Equipment von der Sony Alpha auch drauf. Also diese Objektive, falls man im Internet schaut, laufen unter Sony oder Konica Minolta. Denn Sony hat ja Konica Minolta damals übernommen und ist mit der Sony Alpha 100 in das Spiegelreflexgeschäft eingestiegen. Ja, ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt, was ich euch mitteilen kann, sollte. Ja, spontan jetzt nicht. Wenn ihr Fragen habt, bitte postet es hier bei diesem Video dazu, bei den Kommentaren oder schreibt mich an. Ich werde nach Möglichkeit die Fragen beantworten. Ach ja, ein kleines zeige ich noch, und zwar den Batteriegriff, falls jemand sowas noch nicht gesehen hat. Also dieser Griff hat auch Steuermöglichkeiten, sprich ich kann die wichtigsten Tasten auch, sprich was Belichtung betrifft und so weiter, hier konfigurieren bzw. steuern.
Habe hier natürlich auch den Auslöser und das Einstellrad. Das ist alles da. Und zwei Akkus drinnen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Hier der Schlitten, der springt da raus. Und hier sind zwei Akkus drauf. Das verlängert natürlich die Akkulaufzeit wesentlich. Wird ein Akku leer, schaltet die Kamera automatisch auf den nächsten Akku und läuft auch mit diesem weiter. Sprich, man könnte dann den leeren Akku rausnehmen, laden, wieder reinstecken. Es wird trotzdem dann der andere Akku noch fertig entleert und dann erst wieder auf den anderen Akku umgeschaltet. Ja, aber jetzt bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende. Ich werde eventuelle technischen Daten noch einblenden, beziehungsweise die findet ihr im Internet. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wo man hier sich informiert. Vom Gewicht her mit dem Akkublock, ja, ist es wirklich eine schwere Kamera. Man, im Verhältnis zu anderen Kameras wahrscheinlich auch nicht mehr oder weniger. Hat Vorteile natürlich beim Fotografieren, desto mehr Gewicht man in der Hand hat, desto weniger zittert man und verwackelt. Hat natürlich den Nachteil, wenn man sich das mit um das Genick hängt, ja, nach zwei Stunden spazieren gehen, ja, merkt man es dann ordentlich. Ja, das ist vielleicht auch noch ein Kritikpunkt. Da kauft man sich eine Kamera um viel Geld und bekommt dann so einen Nackengurt dazu. Ja, das ist, der ist wirklich Billigsdorf, aber gut, was soll's. Ja, aber jetzt endgültig, ich danke euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn euch das Video etwas gebracht hat, vielleicht euch bei der Entscheidung geholfen hat, wenn ihr bei einer Neuanschaffung. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, klickt mir unten hier das rein in den Kommentaren. Ich werde schauen, dass ich euch weiterhelfen kann. Würde mich über Feedback freuen, würde mich auch über Kontakte zu Makrofotografen freuen. Das ist momentan wirklich meine Leidenschaft. Und schenkt mir einen Daumen hoch hier auf dem Channel zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.